walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. Taser! Keine Ahnung. Oh wei, Alfred versucht karnevalistisch zu sein. Dabei nehmen wir ja Reis aus von dem Karneval. Habt ihr das auch, dass ihr da nicht mehr so mitfeiert, sondern lieber unterwegs seid? Ich musste Urlaub nehmen, weil wir Betriebsferien haben. Und da bleiben wir definitiv nicht zu Hause. Also von daher sind wir mal wieder unterwegs. Und wo sollten wir schon groß anders hinfahren, wenn es nur ein paar Tage sind, wo man nicht allzu weit fahren kann? In die Niederlande, weil wir ja im Dreiländereck wohnen und die Niederlande quasi vor der Haustür sind. Wir haben als Ziel uns heute mal das Immermeer ausgeguckt und wollen mal gucken, was uns da alles so erwartet. Definitiv erwartet hier uns schon mal weniger Regen als zu Hause. Und das sind schon mal volle Punktzahl für die Fahrt. Sind wir ja richtig gut durchgekommen. Da blühen die Osterglocken. Ja, guckst du mal. Ich habe mich hier gerade ja schon auf der Seite. Bevor es Wochenende hast du ja Oster gefunden. Ja. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Gott sei Dank nichts mehr so. Über die Krokusse gewundert, aber da waren ja schon die Osterglocken am Blühen. Wir sind hier schon in Buntschoten und fahren Richtung Stellplatz im Yachthafen Nibur, ne? Also da könnt ihr getrost dem Navi folgen, der fühlt euch direkt hier an die Schranke. Und da haben wir auch schon das Wasser. Hier haben das ist ein Bali gestrandet. Oh ja. Halb rechts abbiegen, danach biegen Sie rechts ab. Da liegt ein dicker Wal. Jetzt hat es uns auch mal erwischt. Nette Nachbarn haben uns schon ausgeholfen. Aber alle Tricks, alle Kräfte sind vergeblich. Das ist hier Machu Picchu hoch 3. Passiert, wenn man nicht auf die Schilder achtet und auf die Stellplätze fährt, die momentan gar nicht gebucht werden können. Aber wieder toll hingekriegt. Gerade war Kollege mit dem Rasenmäher hier, um uns rauszuziehen, aber der hatte so ein dickes Kettenseil mit, das passte bei uns gar nicht durch die Öse. Ist aber auch klein, ne? Hab ich jetzt mal einfach so behauptet. Na, kommt er gleich wieder mit seinem Rasenmäher und holt uns dann hoffentlich hier raus. Weil wir ja so bescheuert und blind waren, unser Platz wäre nämlich eigentlich hier der gewesen. Und ich habe auch nur gebucht, weil alles belegt war. Das war aber nur, weil die Plätze, die Rasenplätze jetzt gesperrt sind. Da kommt der rasende Rasenmähermann wieder. Dann bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Ich zoome ihn mal ran. Und dann bin ich froh, wenn das ganze Spiel gleich eingetütet ist. Danach kann ich nämlich erstmal die Auffahrmatten hier vom lieben Nachbarn sauber machen, unsere Keile sauber machen, die Fußmatte sauber machen. Und so sieht auch das Wohnmobil von innen aus, weil Alfred immer rein und raus gelaufen ist. Also nicht Sightseeing, sondern putzen. Da kommt der Rasenmäher mal. Schauen wir mal. Die Furchen mal an, die der da reingefräst hat. Und was sagt der nette Kerl? Ihr seid in Urlaub, Marie, braucht ihr euch nicht drum kümmern, ich fasse es nicht. Nachdem wir zuerst nach 100 Kilometern einen richtig lauten Knall auf die Windschutzscheibe hatten, Steinschlag,
den wir irgendwie durch den Regen aber noch nicht ganz lokalisiert haben. Zumindest ist es dann ja schon mal kein Riss und kein größeres Schlagloch. Aber wie gesagt, durch den Regen haben wir es auch nicht wirklich gesehen. Haben wir es dann hier so weit angetroffen. Ja, dann haben wir festgehangen. Wir haben vom lieben Nachbarn die Unterlagmatten bekommen. Alfred ist die seit einer gefühlten Stunde jetzt putzen. Das war alles eingewühlt und am coolsten war wirklich hier der mega geile Mitarbeiter vom Yachthafen, der mit dem Rasenmäher ankam und sagte, ihr braucht euch um nichts zu kümmern, ich mach das weg. Ihr habt Urlaub und wenn ihr Sonntag weiterfahrt, ruft mich an, ihr habt meine Handynummer, ich komme vorbei und mache euch das Wohnmobil von außen sauber. Echt Bombe. Jetzt habe ich geguckt, morgen gegen Mittag soll es aufhören mit dem Regen. Auch heute Abend noch mal kurz. Vielleicht kommen wir ja dann hier noch ein bisschen hin. Eventuell verlängern wir, damit wir uns was angucken können, weil es ist ja eigentlich eine geniale Gegend, um Fahrrad zu fahren. Auf jeden Fall, Samstag ist Markt, da soll es trocken sein. Hoffen wir das Beste. Machen wir heute einen gemütlichen. Also bevor wir noch irgendwas machen, was schief geht, wir haben den Matsch in das Wohnmobil getragen, weil Alfred immer rein rausgekommen gelaufen ist, um zu gucken, wie er festhängt, um dem Nachbarn zu helfen. Mir fehlen gerade die Worte. Also wir haben da echt mal eine neue Erfahrung sammeln dürfen. Nehmt euch mal wieder mit auf meinem obligatorischen Abendspaziergang. Es nieselt zwar noch, beziehungsweise es regnet, es ist kalt bei 0 Grad, aber dennoch hat es sich gelohnt, weil gerade im Dunkeln hat das Örtchen hier seinen ganz tollen Charme. Und ich habe was entdeckt. Nach gefühlten 24 Stunden Starkregen ist da die Sonne. Wir haben ja Hoffnung, dass wir heute noch ein bisschen hier gehen können. Ups, also wir sind hier umgeben von sämtlichen Entenarten, da die Stellplätze sich ein bisschen in Pfützen verwandeln. Also der Bereich ist auch gesperrt, aber hier steht echt alles unter Wasser. Und wie ich gerade gehört habe, haben die hier vor 3 Tagen neuen Rasen gesät. Das wird Schwimmrasen. Da haben wir den Yachthafen. Hinten haben wir die kleine Werft drin. Und hier haben wir das E-Meer. Und gegenüber haben wir schon Flevoland. Also wenn die Sonne scheint, ist es hier toll. Und damit ihr alle Details wieder mal von hier genau sehen könnt, machen wir euch in gewohnter Art und Weise wieder natürlich zu dem Camperplatz im Yachthafen Niebüür ein separates Stellplatzvideo, damit ihr alle Details und Modalitäten hier zum Platz sehen könnt. Deine Spuren im Gras, die ich dort gestern hinterließ. Hinterlas. Die reifen sich ins Untergrundfraß oder so ähnlich. Das war nicht lustig. Nee. Also da haben wir ganze Arbeit geleistet. Und zumal jetzt wir auch sehen durch den Regen. Also es hat ja bis eben richtig geplastert. Im Stehen ist der eingesunken. Ja. Und dann kam ich nicht mehr weg. Nur du siehst ja auch, wie viel Wasser auf den Plätzen stehen. Also da hätte man besser ein Absperrband machen sollen und nicht da vorne so 2 Pinschen mit einem 20 cm Fähnchen dran. Das heißt, dass man da nicht drauf fahren soll. Aber der Rasenmähermann hat es ja gerichtet und den Rest will er ja auch richten. Also von daher nochmal danke. Und wir fahren jetzt ein bisschen Fahrrad. Erstmal in den Ort nach Bunschoten, Spartenbusch oder wie es heißt. Und dann gucken wir mal, heute ist Wetter nutzen und morgen soll da ja Markt sein. Vielleicht ein bisschen Museum morgen noch, aber jetzt erstmal Radfahren. Gut, dann lassen wir loslegen. Alles klar. Andele. Hier stranden sie ja der Wale. Oh, guck dir das mal an. Matsch, 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 Patsch.
Ja, gestern war der noch nicht im Wasser, als nee. Ich gestern Abend darüber gegangen bin. Hinten ist ein Strand nochmal. Hier ist ja komplett Badestrand. Und hinten ist der Strand, vorne eine Sandbank. Und danach kommt wieder nur Wasser. Alles überflutet. Alles Hausboote. Und nee. Doch. Gestern Abend saßen die Leute da drin, da konntest du reingucken, weil die Fernseher anhatten oder Licht. Und die sind alle urgemütlich von innen. Das war richtig schön. Ja. Habe ich aber keine Bilder von. Das sind schwimmende Wohnmobile. Genau. Ist ja Privatsphäre. Aber was mich gleich wundert, hinten kommen ja der alte Hafen, da liegen Segelboote. Plattboote, ich weiß nicht, wie die da rein und rauskommen. Die sind größer als das ganze Becken, wo die liegen. Guck dir die Boote mal an hier. Das sind nicht richtige Schönheiten. Und echt urig. Mitten im Orkenfreilichtmuseum. Könnte man morgen machen nach dem Markt, ja. Wenn es morgen regnen sollte. Heute soll ja trocken bleiben, aber. Oh, guck mal, Kaffee und Leckerli. 4 Euro. Kombi-Ticket. Eintritt und Kaffee 10 Euro. Da kannst du nichts zu sagen. Eintritt sind 57 sonst. Momentan haben die ja noch die Sonderausstellung da mit den Knöpfen. Da sind wir wieder. Ja, und ich finde das immer genial. In einem Neubaugebiet, was auf alt gemacht ist. Genau, wie die das machen. Da sind jetzt die alten Häuschen. Die eine Straße hatte neue. Das fällt überhaupt nicht auf. Und jetzt, da sind ja auch neue Häuser hier. Und ich finde so geil, dass meistens das auch noch die alten Heime sind. Ne? Hier, guck mal, alles Hausboote. Schön. 3,25 Meter über den Normalstand. Wasserstand bis hier. Richtig. Ich wollte jetzt nur mal so rüberfilmen, wie hoch der Wasserstand als Vergleich. Ist schon Wahnsinn. So, Planänderung. Meine Wetter-App sagt heute, regnet es nicht. Ja, meine auch. Nachdem wir aber jetzt ein wenig Feuchtigkeit angenommen haben, gehen wir jetzt ins Museum Falkenburg. Das meint ich morgen vor. Genau, wollten wir morgen nach dem Markt machen, gehen wir jetzt und danach versuchen wir noch Kibbeling zu essen. Zuerst kommen wir einen Kaffee nehmen. In dem Museum gehen wir all inclusive, genau. Ja, all inclusive. Da gibt es nämlich Eintritt mit Kaffee und Kuchen oder ein Leckerchen. Ob das Kuchen ist, weiß ich jetzt nicht. Als Kombi-Ticket für 10 Euro. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. So. Kombi? Ja, jetzt sind wir mal hier in der Schule, ne? Hören wir mal still zu. Gute Mittag. Thank you.
Sitze auf dem Klo. Was hast du dazu? Harte Woche, oder? Und, alles klar? Ans Wasser, so, ne? Ja. Blub, blub. Hatten wir aber jetzt schon öfters, ne? Dass du praktisch mit Mann und Maus untergegangen wärst, hättest du draußen gestanden. Und was hast du denn? Mal sehen. Das ist schön. Ja, mal was anderes. Also ja. Ich sag mal, da kriegst du jetzt so gar nicht mit, wie in den einzelnen Regionen war, gerade in den Ortschaften und die auch mit Fischerei zu tun hatten. Ja, ich sag mal, wenn du heute nicht arbeiten siehst und vor 80, 100 Jahren. Und die Kinder mit 11 Jahren eigentlich in der Regel schon dazu, mit dazu zum Familienverdienst gehörten und so, das ist schon was anderes. Ja. Ich will noch Giebeling essen. Ich bin jetzt erstmal satt nach dem leckeren Buttergebäck. Aber ich hole dir deine größere Portion und nehme mir was. Du wünschst aber auch jeden. Das ganze Zeit, wo wir hier drin waren, hätten wir Fahrrad fahren können. Seitdem regnet es nicht mehr. Ja, wenn wir gleich raus sind, fängt es wieder an. Das sehe ich jetzt ungefähr genauso. Okay, bis später. So, nachdem wir jetzt im Museum waren, hat sich das Wetter wohl entschieden, nicht mehr zu regnen. Und wir haben uns nochmal auf das Rad geschwungen und fahren noch ein bisschen hier am Deich entlang. Guck mal, ein Fahrradweg. Mit einer Ampel und einer Schranke, weil da ja mal vielleicht ein Schiff rübergezogen werden könnte, um Bötchen rüberzuziehen. Ja, da fährt ja kein Zug in das Wasser. Ich dachte, das wäre für die Schwalben gewesen. Nee, das muss ich jetzt mal genauer erinnern. Das sind ja Möwen, das sind ja keine Schwalben. Aber das sieht schön aus, wie die. Das ist auch jetzt ganz ruhig, das Wasser, ne? Ja, fahren wir mal weiter. Okay. Menü? Die Küchen nach Schätzen. Aha. Die haben da Magnete dran und hoffen, dass sie da ein paar Euro rausfischen. Ah, gehen wir weiter ins Markt. Gehen wir mal über den Markt. Wo sind wir denn hier? In Nykerk. Tja,
wieder richtig nett zum Schlendern ist. In Enghüsen, das ist auch so eine schöne Fußgängerzone in den alten Häusern. Eine Frau hat sie was gefunden. Enten in der Kaugummi-Automat. Fußgängerzone geht wieder einmal so rum. Hinten ist auch noch, aber ich schone dich, braucht man nicht. Also wenn das von dir. Sonst kommt man nämlich im Dunkeln nach Hause. Ja. Wir müssen ja noch 10 Kilometer fahren. So, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg zum Stellplatz. Die hat einen Tobe eingeschaltet, die hat nämlich Hunger, die will zum Lidl. Die muss noch Salat kaufen. Da ist nämlich die Salatfee. Ich kann vor Schreck nichts mehr sagen, die hat nämlich kein Mikro an. So, ist schon fast dunkel. Meine Frau war noch im Lidl einkaufen. Ich glaube, die hat sich da verlaufen. Und jetzt geht's mal zurück ins Wohnmobil. Und dann gemütlich den Abend einläuten. Bis morgen. Morgen. Heute haben wir einen schönen Sonnenaufgang. Dann hoffen wir mal, dass die Wolken heute mal zu Hause bleiben. Ich bin ja jedes Mal echt geflasht, wenn ich sehe, wie viel hier noch in den Lokalen sitzen, die nach dem Markteinkauf noch dann hier sich was essen oder trinken, ne, in den Lokalen. Haben nur Kleinigkeiten halt. Bist du wieder in ihrem Element? Meine Frau und Klamotten. Ja, und so mit Probieren beschäftigt, dass wir vergessen haben zu filmen. Aber die haben eine super Auswahl an Käse. So ist doch etwas. Das wär's dann. Für 20 Euro. Geht so, ne? Ja. Ja. Schmeckt's? Mhm. Ich glaube so. Ja, Butter mit Rosinen. Du kannst hier stundenlang sitzen und da nur zugucken. Vor allem, das sind ja gar nicht alles Touristen, das sind ja fast alles Leute. Die hier wohnen, weil die sich auch alle untereinander kennen. Ja. Das hat so was Vertrautes hier.
kann die Atmosphäre nicht wiedergeben. Aber gibt das heute noch was? Du bist ja nur die Leute am Beobachten. Nein, nein, ich gucke auf die Entchen. Ja, und nee, ist klar. Da ist gerade eine große Yacht reingekommen, hat angelegt. Vielleicht kommen wir dann dunkel nach Hause, müssen wir Licht anmachen. Hier kannst du so viel den ich dir gezeigt habe. Ja. Aber hier, weil ich nämlich auch die Leute beobachte. Aber hier kannst du so gucken und so schön sitzen und Temperaturen passen. Ja, eigentlich wollte man noch ein ganzes Stück Fahrrad fahren. Aber ich bin so tiefenentspannt gerade, dass ich noch nicht mal schaffe, bis aufs Rad zu kommen. Ja, dann aber dann seht ihr ja nichts, ne? Mich kennt ihr schon. Also fahren wir, glaube ich, doch besser noch ein Stück. Und Fliegenvieh. Noch das Fahrrad. Ihr habt mich überredet. Ich komme ja schon. So wie ich das gelesen habe, nistet sich wohl oder frisst sich da der Paalwurm, ich weiß nicht, ob das junge Aale sind, ich glaube ja, durch die Stämme und dann kann man die da fangen. So viele Artgenossen. Den Artgenossen. Seitdem ich die Haare abhab, sehe ich nicht mehr so aus. Das ist jetzt mal wahr. Wo ist denn der Deckel von der Omnia? Was ist denn wissen? Ich hab den nicht weggetan. Ich leg den doch sonst immer auf den Tisch. Ja, der liegt ja nicht. Was ist denn da unten in den Tisch oder was? No. Hab ich den wieder in die Nee, hier habe ich nur das Gitter raus wieder reingelegt. Wo hinter dem Bett? Toilette war ich, da kannst du das hingelegen. Nee, diesmal auch nicht auf dem Bett. Ich schmeiß hier mal alles hier hin, aber das ist auch nicht. Kann ja nicht sein. Keine Ahnung, wo du den versteckt hast. Das ist nix. Da hab ich schon geguckt. Die hab ich noch ja nicht aufgemacht. Nee. Ja, aber den Kühlschrank hast du aufgemacht. Ja, als die Würstchen rausgenommen habe. Wo muss er ja sein? Ja, ist auch schön kalt, ne? Dann lohnt sich das ja, wenn ich die Omnia jetzt anmache. Okay. Selten dämlich gewinnt auch mal. Habe ich fein gemacht. Das war spitze! Ja, so sagen Leute. Da kommt ein Floß! Zeig ich euch gleich. Eigentlich wollten wir schon weg sein, dann hätten wir ja kein Floß mehr gesehen. Aber meine Frau brüllt da gerade, da kommt ein Floß. Das sieht man von hier noch ja nicht. Ja, Problem ist. Ja. Meinst du die Ente? Nee, meinst die Ente Schaf kann jetzt mal ja nichts dafür. Ich kenne jemanden, der macht hier Arbeitsverweigerung. Wir können noch nicht fahren. Ich habe noch nicht gespült. Ja, ja. Hier, noch nicht abtrocknet. Hast du noch nicht umgezogen? Ich habe noch einen Schlafanzug an. Ja. Wir haben 11 Uhr. Jetzt lohnt es sich nochmal. Und solange ich einen Schlafanzug an habe, fahren wir nirgendwo hin. Ja. Weil ich finde es hier so schön, dass ich gar nicht weg will. Wir wollten ja nach Winters wegfahren, weil Dienstag der Oberling auf dem Plan steht. Hatten dann gedacht, fahren wir heute dahin, um uns die Gegend anzugucken, noch ein Platzvideo zu drehen. Wir hatten uns da einen netten Campingplatz ausgeguckt. Wetter ist heute da gut, morgen nicht ganz so gut. Und heute ist das Wetter hier heute, morgen nicht ganz so gut. Ab heute Nachmittag schön, ab morgen richtig schön. Und hier ist es so ruhig. Der Kastenwagen vor uns ist wieder gefahren. Ich glaube nicht, dass da auf den Sonntag noch ein neuer kommt. Warum offen? Und für uns. Planänderung. Wir bleiben bis Dienstag hier. Fahren dann von hier im Schweinsgalopp mit Wecker gesetzt zum Oberling, damit Alfred seinen 4 Stunden Shoppingvergnügen nachgehen kann. Wieso ich?
Da stehen genug Sachen drauf. Ich habe ein Teil, das ich da holen möchte. Genug Sachen drauf, die du mir gesagt hast. Ja, weil du sie vergessen hast. Ja, nee, ist klar. Chemie für die Toilette ist wohl für uns beide. Ja. Nur das Lämpchen, das ich für hier den Tisch möchte. Das ist eigentlich ich für dich. Ich habe Hände voll, sonst würde ich mal nachgucken. Das ist eigentlich für dich ein Nachtlicht, wenn du nachts hier rumgeisterst, um, wenn du wach wirst, noch mal schnell eine rauchen ich zu gehen, damit du Wohnmobil den Weg findest. Aus. Ja, deshalb hast du heute Nacht die Dachluke da oben wieder aufgelassen, ne? Die Plissi ist nicht zugezogen. Warum soll ich denn zuziehen? Damit ich hinten nicht schlafen kann. Ja. Ich habe Oropax, ich muss es dunkel haben. Du schnarchst weniger, wenn jetzt die Dinger ja, wieder was. Wir müssen irgendwie so eine Maske haben zum Schlafen. Nee, ich habe Oropax mit, die nützen ja auch nichts. Ich will keine Maske. Ich mache die Augen zu und dann ist es auch dunkel. So, jetzt ist das Floß weg. Was haben wir jetzt erreicht? Nix. Der Floß ist nicht weg, das ist da hinten. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Ich mache euch mal ein Foto im Schlafanzug. Ich gehe mal ein Foto machen von der Floß in den Schlafanzug mit der Schlafanzugbox. So ist das hier. Okay. Haben wir gestern darüber gesprochen, dass wir bisher noch keine Mühle gesehen haben. Jetzt haben wir doch eine gefunden. In Bunschow. Und sagt einer, hier wird keine Mühle. Meine Frau ist kalt, zieht die Handschuhe an. Ja, die wohnen hier wieder so schön. Und auf dem Friedhof blühen schon Osterglocken. Das ja. Sehe ich von hier. So lässt sich wohnen. Was soll das jetzt hin? Das weiß ich nicht. Meinst du? Man will uns sehen? Nee. Weil wir sind hier in Ammervor, einem schönen alten Städtchen. Und gerade stehen wir im Emhafen und haben keinen Plan. Aber so viel ich weiß, gibt es hier vieles Schönes Altes zu entdecken. So, jetzt gehen wir mal auf Entdeckungstour. Steht der Mann mit der Klöte. Ich finde das so geil, die Holländer auf Altrümmern schön integrieren. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Papas Bar. Ja. Ist ein Fleckchen schöner als das andere. Ich weiß nicht, wo man überall hingehen soll.
Und was sagst du dazu? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich könnte hier den ganzen Tag durchlaufen, ohne überhaupt den Geschäften einen Blick zu widmen. Außer jetzt die so auffällig sind, aber ich würde nicht reingehen. Also das Amafor? Amafor? Amafor. Amafor ist definitiv ein Ausflugsziel. Wenn hier ein Stöpsel wäre, ich den ganzen Tag meine Ruhe. Ich glaube, es gibt einen. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich glaube, hier gibt es auch einen Stellplatz. Wenn meine Frau den ganzen Tag unterwegs. Aber echt mega schön. Das verlängern wir total unproblematisch. Ich bin heute Morgen vom Duschen hoch, habe gesagt, wir sind schon eine zweite Nacht länger hier. Ich möchte jetzt bezahlen. Ja, gut war. Fertig. Moin. Moin. Weil heute ist das Wetter hier nämlich sonnig. Heute soll es nämlich erst am Nachmittag irgendwann anfangen, leicht zu regnen. Und die Gegend ist hier so schön zum Radfahren. Vor allem ab April, wenn die Fähren fahren. Und die, ja, das sind ja alles Fähren, ne? Ob kleine oder größere, die längere Strecken fahren. Dann kannst du hier wunderbar auch Rundfahrten machen mit dem Rad. Aber jetzt müssen wir halt wieder bis hinten Richtung Niekirk zur Brücke, weil wir wollen nämlich mal darüber nach Flevoland. Ist das schon Flevoland? Ich glaube, ja. Das hier ist noch Gelderland und ich glaube, die andere Seite ist schon Flevoland. Irgendwie so. Egal. Sonne und Wasser genießen. Das ist ein großer, relativ naturbelassener Campingplatz, ne? Oh, hinten ich ist weiß nicht, ob das ein Campingplatz ist. Das ist ein Campingplatz. Ja? Mhm. Wobei du hier aber auch so schwimmen kannst, aber das ist ein Campingplatz. Hinten war der Yachthafen dazu und Sanitär und so weiter. Und jetzt hier vorne waren noch Stellplätze dran. Oder geschottert ist, aber aus wie für Wohnmobil und Minigolf. Und der zieht sich ja hier runter. Da ist wieder ein kleines Sanitär. Da hinten ist wie so eine Grillhütte für Barbecue. Da zieht sich ja hier komplett runter. Da waren ja hinten auch schon Spielplätze und alles. Und, aber ich glaube, der kann hier komplett genutzt werden. Wobei die Straße, meine ich, war auch eine Schranke. Dadurch, dass wir einen Fahrradweg fahren, sehe ich das ja nicht. Ja, klar. Da sind ja überall Wasseranschlüsse. Das sind Komfortplätze da vorne. Das ist zwar jetzt ein bisschen kalt hier an den Händen, weil das hier unten ein bisschen schattig ist. Aber schön ist es trotzdem. Kannst ja nicht alles haben. Fangen an zu blühen. Hä? Kannst ja nicht alles haben. Fangen an zu blühen. Frühling. Frühling, bald kommen die ersten Löwenzahn. Ich habe keinen Löwenzahn. Ich bin ein zartes Pflänzchen, aber kein Löwenzahn. Ich bin so was wie eine Steckrübe. Du filmst zwar gerade mehr oder weniger den Kragen deiner Jacke, glaube ich, aber ist egal. Das ist ein schöner Fahrradweg. Wir sind jetzt irgendwo Richtung Seewolde. Seewolde am Veluwermeer. Dort sind's. Genau, das war bis hier alles Bereich von der Campingplatz.
das muss ich jetzt zeigen. Da müssen wir mal kurz abbiegen. Da muss ich was zeigen, obwohl ich muss mich beeilen, gleich regnet es. Da ist eine Fahrradwaschanlage. Als wenn die auf mich gewartet hätten. Guck mal. Da kannst du dein Fahrrad sauber machen. Das ist ja mal logisch hier. Appelmotor. Und jetzt geht's wieder los. Innsbruckwaffel. Und was hast du da? Stroopwafel. Stroopwafel. Ein üblicher Cappuccino, ne? Ein Kaffee. Und meine Frau. Und wir sind hier in einem Antiquitätencafé. Da höre ich mich hin. Allzu alt. Was ist denn das Preisschild? Hab ich rausgeschnitten. Unbezahlbar. Na gut. Tja, das ist nun das Ende unserer kleinen Urlaubsreise über Karneval in die Niederlande ans Emmer. Ja, war schön. War mega schön. Heute auch mal richtig sonnig. Bis auf eine kleine Schauer, aber die haben wir dann ausgestanden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aus den geplanten ursprünglichen 2 Tagen haben wir ja vorher schon 3 gemacht. Es sind jetzt 5 geworden und wir bereuen nicht eine Minute, die wir länger hier geblieben sind. Es war sowas von entspannt und definitiv für uns Wiederholungsfaktor. Ich denke mal, im Sommer werden wir mal eine Tour machen um die Seen hier rum. Dann sind auch die ganzen anderen Stellplätze auf. Und das wird mit Sicherheit sehr interessant. Genau. Wir kommen definitiv wieder, können hier den Ort Buntschoten-Spackenburg, Spackenburg, bestens empfehlen. Und gerade ich stehe hier an meinem Lieblingsplatz. Das Stativ steht an meiner Lieblingsbank. Ich könnte hier nach wie vor stundenlang im Museumshafen sitzen und einfach nur zugucken, wie die Leute hier angeln, einkaufen und oder arbeiten. Einfach nur chillen oder arbeiten. Genau, da vorne wird gerade ein Ladenlokal renoviert. Wir sagen wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, es geht mit uns wieder natürlich weiter. Wir sind jede Woche unterwegs. Und als nächstes haben wir wieder... stimmt noch gar nicht. Wir haben noch was anderes vor, weil wir sind ja noch in den Niederlanden. Ich habe morgen noch Urlaub. Morgen ist der Valentinstag. Und dazu... Dann habe ich meiner Frau den Oberlink geschenkt. Ich habe meinem Mann den Oberlink geschenkt. Schaut euch das Video zum Oberlink an. Das kommt direkt im Anschluss an das von unserer Reise nach Buntschoten-Spakenburg. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.